Ich bin Nastasia Weiprechtiger, komme von Hergiswil und das ist mein Gwunderstübli. So, jetzt habt ihr meine Produkte gesehen, die ich mache. Und jetzt zeige ich euch noch, wie die hergestellt werden. Das wäre hier in meinem Kreativraum. Und jetzt ja, da bin ich etwa ein bisschen am Malen. So von den Taschen, die ich so ein bisschen selber mache. Dann die Nähmaschine. Die hat wieder super hergehabt. Sie hat mich sehr lange begleitet. Ich habe vor etwa 12 Jahren habe ich eine Bäuerinnenschule gemacht und dort hat es ein Fach gegeben, textiles Gestalten. Und dort hat es mir den Ehrmühe genommen. Also von dort an habe ich angefangen zu nähen. Stirnband, Schau, Käppli. Ja, so ist das weitergegangen. Und im Moment bin ich noch gerade dran am Klötzeln, mit den Kerzen einpacken. Gehen wir doch schnell schauen. Jetzt geht es eigentlich noch ums Leimen, also die Kerzen eintun. Trocknet das nachher und das noch rein. Das muss jetzt noch trocknen und dann kann ich es nachher so fertig einpacken mit Schnur plus mein Logo. Ja, das ist noch so ein schwierig. Ich anhand von der letzten März. Jetzt gerade so das Kerzenset, das ich jetzt hier mache, das wir jetzt gerade gesehen haben, habe ich vor einem Jahr das erste Mal dabei gehabt. Und so 25 Stück gemacht und das Gefühl hatte, ja, das länger die 3 Tage, aber die 25 Stück sind am Freitag nach dem Mittag schon alle weg gewesen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen mitgemacht. Und hier habe ich jetzt auch noch etwas zum Fertigmachen. Ich habe hier auch wieder mit den Klötzchen plus die gegiessten Häuschen und das gibt jetzt einen Serviettenhalter. Ja, jetzt habe ich nach der Sommerferien, also wo die Kinder wieder in die Schule sind, habe ich echt so ein bisschen angefangen. Und ja, fast jeden Morgen oder manchmal auch Nachmittag, wenn sie weg sind, bin ich dran. Ja, manchmal ist es ein bisschen schwierig, so ein bisschen alles unter einen Hut zu bringen. Familie, das, da hat man noch Kollegen. Ja, genau. Gleich geht es los. Ihr seht, die Kisten sind gepackt. Und ja, ich freue mich riesig und ich würde mich freuen, wenn du mir bei mir am Gwunderstübli vorbeischauen würdest. Ich bin vor dem Blackout.